Hey Leute, Videospiele lassen sich am besten genießen, wenn sie so gestaltet sind, dass sie zwar herausfordernd, aber dennoch bezwingbar sind. Manchmal kommt es aber vor, dass du in ein Spiel gerätst, das die oben genannte Balance nicht aufweist. Bevor du deinen Controller nun in den Mülleimer wirfst oder der grausamen Realität ins Auge blickst, kannst du wohlmöglich Trost darin finden, dass auch andere genau diese Situation durchleben mussten. Hier sind einige Videogame-Charaktere, an denen die meisten Spieler gescheitert sind. Los geht's! Nummer 5, Dark Link, Zelda 2, The Adventure of Link von 1987. Zelda 2 ist bekannt dafür, ein anspruchsvolles Spiel zu sein. Mit vielen Labyrinthen, Schlössern und Gegnern, die in jeder Ecke lauern. Die letzten Endgegner werden wahrscheinlich einige der besten Spieler zerstören können, aber niemand ist so herausfordernd wie Dark Link, ein programmierter, dunkler Schatten, der an deine eigene Spielfähigkeiten angepasst ist. Nur ein klein wenig besser als du. Du musst alles vergessen, was du bisher gelernt hast und noch besser kämpfen als deine bessere, dunkle Seite. Vielleicht findet man dann ja auch sein Angriffsmuster heraus. Und die Nummer 4, Mike Tyson, Mike Tysons Punch-Out von 1987. Punch-Out ist ein Boxspiel, bei dem du dich auf beinharte Gegner gefasst machen musst. Jeder Gegner wird ein wenig schneller und stärker, je näher du dem Endgegner kommst. Dieser ist unglaublich flink, knockt dich mit einem Schlag aus und ist nicht mit den bisherigen Gegnern zu vergleichen. Mach also lieber keinen Fehler, denn ansonsten prügelt dich Tyson erbarmungslos ins Koma. Und die 3, Suzaku. The Final Fantasy Legend von 1989. Stell dir vor, der zweite Todesstern wäre ein unsichtbares, unbezwingbares Himmelsmonster, das dich persönlich verfolgt. Suzaku, der Boss der vierten Welt von Final Fantasy Legend, attackiert dich konstant, während du die Welt durchquerst, um eine Möglichkeit zu finden, das undurchdringliche Schild zu zerstören, das ihn beschützt. Du kannst ihn noch nicht mal verletzen. Du kannst einzig und allein rennen. Aber nur ein paar Schritte, bevor Suzaku dich wieder attackiert. Unbezwingbare und unsichtbare Himmelsmonster sind wirklich Gegner der schlimmsten Sorte. Und die Nummer 2, Juggernaut aus Spider-Man and the X-Men von 1992. Der nicht zu stoppende Juggernaut war ausreichend, um sich Stan Lee ins Gedächtnis zu brennen. Als Wolverine kannst du rennen und schlitzen, als Juggernaut aber kannst du alles, was sich dir in den Weg stellt, zerstören. Dich mit eingeschlossen. Die einzig mögliche Strategie, Juggernaut zu besiegen, ist das perfekte Timing abzuwarten und ihn so oft wie möglich mit Gewichten zu attackieren, während du um dein Leben rennst. Oder eine kleine Unachtsamkeit und du bist tot. Und damit wären wir bei der heutigen Nummer 1, Teenage Mutant Ninja Turtles Fall of the Foot Clan von 1990. Man macht in der Regel die Erfahrung, dass der Held in dem jeweiligen Spiel das stärkste Element ist. Fall of the Foot Clan übertreibt an dieser Stelle ein kleines bisschen. Es ist einfach fast nur mit One-Hit-Gegnern und läppischen Boss-Bösewichten gefüllt. Niemand fragt sich, wie es möglich ist, dass Donatellos mickrige Kampfstäbe genauso viel Schaden machen wie Leonardos Todesschwert. So kommt es, dass unsere heutige Nummer 1 gleich alle spielbaren Hauptcharaktere des Spiels sind. Sei's drum, auf welche Art du es auch machst, wenn du das Spiel beim ersten Durchspielen nicht schaffst, stimmt irgendwas nicht. Geh und lies ein Buch, Kind. Es gibt keine Hoffnung für dich. Spaß, aber das Spiel ist wirklich ein Witz. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch unbedingt einen Daumen nach oben da, teilt das Video mit euren Freunden und wir hören uns nächstes Mal wieder. Bleibt gesund, peace out.